Avengers, gut. Hier ist jemand, der mit Ihnen reden will. Einige von Ihnen kennen Kate Bishop, vormals Hawkeye. Ja, wir kennen uns. Arbeitest du jetzt für S.H.I.E.L.D.? Das ist kompliziert. Wo ist Clint? Das ist auch kompliziert. Agent Barton wurde vor ein paar Jahren von AIM festgesetzt. Seitdem kein Wort von ihm. Clint und ich haben ermittelt, was mit Direktor Fury passiert ist nach dem A-Day. Was zur Hölle ist das? Agast hat endlich Hilfe zugesagt. Denken Sie daran, was davon abhängt. Ganz ruhig, Doc. Geschäft ist Geschäft. Ich erfülle meinen Teil. Clint? Kate, du musst diesen Ort zerstören. Sofort! Weißt du, was das Ding war? Nun, im Grunde ist es eine Brücke durch die Zeit. Ich habe dazu Konzeptforschung betrieben, aber bis jetzt war niemand so dumm, es tatsächlich zu versuchen. Okay, und das ist die Quelle dieser Tachyon-Störung? Was immer sie durch die Zeit schickt, ja. Und wenn wir das nicht beenden, werden die Stürme die Realität irgendwann zerreißen. Wir holen Clint aus der falschen Zeitlinie und schneiden Monika von ihrem Zukunfts-Ich ab. Das stoppt die Stürme, oder? Dann manipulieren wir immer noch die Zeit. Das ist... Das könnte klappen. In der Zukunft werden wir von einem Kriegervolk angegriffen, das Kree heißt. Eine Invasion, die das Ende der Welt bedeutet, wie wir sie kennen. Also Monika, die Monika der Zukunft, arbeitet mit Nick Fury zusammen, um die Welt zu retten. Wir können, also... Oh nein. Clint! Bruce! Holt Sanitäter, schnell! Komm schon, bleib bei mir, Clint! Sieh mich an, warten! Ich dachte, wir wären diese Tachyonenstürme los. Und jetzt scheinen sie uns zu verfolgen. Clints Harmtraining ist wieder online. Ist eine gute Ablenkung. Du kannst es jetzt benutzen, wenn du willst. Der Hulk ist auf der Chimera enorm entspannt. Vielleicht hat die Zeit hier seine... Ja, du weißt schon, Flugangst besiegt. Haben Sie die Nacht? Hast du schon gegessen? Du warst nicht auf. Das Ende des Weges, Clint. Was für ein Chaos. Notsignal. Hoffentlich sind Sie das, Fury. Das erste Zeichen seit Ewigkeiten.
Das viele Gehen ruiniert meine Knie. Hier ist es. Sieht nicht gerade toll aus. Wie alles heutzutage. Sendet ein Aimbot auf einer alten Shield-Frequenz. Das ergibt keinen Sinn. Da ist das Signal wieder. Hier geht irgendwas Seltsames vor. Woher kommt dieses andere Signal? Fury würde AIM nie Zugriff auf die Schildfrequenz gewähren. Das muss jemand anders sein. Es ist hier in der Nähe. Moment. Ist das einer von Pims kurzgeschlossenen AIM-Bots? Hey, bist du wach? Mr. Button, Sie haben das Notsignal empfangen. Ich sende schon seit Jahren. Das ist lange her, Kumpel. Ich dachte, wir hätten dich bei der Invasion verloren. Meine KI wurde auf mehrere Resistance-Einheiten verteilt. Ich bin komplett einsatzfähig. Vielleicht nicht ganz komplett. Reparatur unmöglich. Verdrahtung ist durchgeschmort. Diese Sache einfach nicht weg. Vielleicht besteht noch Hoffnung. Fehlerhafte Aimbots befolgen alte Protokolle wie Metallzombies. Ich bin nicht mehr der, der ich einmal war. Aber ihr auch nicht. Kommt schon!
Blöde Roboter. In diesem Tal scheint's von ihnen zu wimmeln. Gut. Hab das Signal noch immer angepeilt. Hier entlang. Das Signal ist in der Nähe. Ganz in der Nähe. Ich muss wachsam bleiben. Wo bist du, Kumpel? Ich darf nicht zu lange an einem Ort bleiben.
Zum Glück bist du mit den anderen gestorben, du hässlicher Mistkerl. Oh, also wirklich. Na sowas. Hulk hatte recht. Durch Zerstören kriegt man fast alle Türen auf. Zum Glück hat das niemand gehört. Ich bin einfach schon zu lange allein. Das Signal wird stärker. Da bist du ja. Halte durch. Hey, diesmal musst du wach bleiben, okay? Natürlich. Ich habe eine Nachricht für Sie. Avenger Clint. An alle überlebenden Avengers, falls wir den Kampf verlieren, der vor uns liegt. Wenn alles verloren ist, merken Sie sich Folgendes. Der Schlüssel zur Rettung unserer Zukunft liegt in der Vergangenheit. Erstens, merkwürdig. Zweitens, ist das alles? Eine kryptische Nachricht? Da ist noch mehr. Er wollte, dass Sie die Höhle betreten und sehen. Nein, wach auf. Ich habe keine Lust mehr, nur mit mir selbst zu reden. Befehle von einem verdammten Roboter. So hatte ich mir das nicht vorgestellt.
Typisch Fury. Geheimniskrämerei mitten in der Apokalypse. Kavoritbehälter. Fast alle leer. Interessant. Was immer in dieser Höhle ist, Fury wollte, dass ich es sehe. Das sieht nach Pims Arbeit aus. Ist das auch? Das ist eine Zeitbrücke. Korrekt. Sie ist nicht mehr voll funktionsfähig. Aber ich kann damit ein Signal senden. Sie müssen die Energieversorgung wiederherstellen. Da oben. Der Schlüssel zur Zukunft liegt in der Vergangenheit. Clever. Es geht los. Zeit, dich zu reparieren. Was, denke ich. Gut gemacht, bist du aber. Mag sein. Aber es ist alles umsonst, wenn jemand die Nachricht empfängt. Warum tut mir alles weh? Du hast uns Sorgen gemacht. Wenn du mal zugibst, besorgt zu sein, hat sich's ja gelohnt. Wie lange war ich weg? Viel zu lange. Bruce hat viel Zeit investiert, um dich stabil zu halten. Ich liebe diesen Nerd. Weißt du, ich hatte einen sehr schrägen Traum. Clint? Katie, hey. Au! Das würde den Docs sicher nicht gefallen. Da bin ich mal eine Minute weg und du beschließt aufzuwachen? Es tut mir leid. Sollte es auch. Brauchst du noch irgendwas, Clint? Ja, ich hätte gern meine Hose. Ich muss was erledigen. Schön, Sie zu sehen, Bart. Gruppe 3, wie ist Ihr Status?